Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gläubige, wir sind in der Woche des Hinschauens auf die Hingabe Jesu für uns. Er nimmt uns mit hinein in dieses Liebend-Dasein für die Geliebten und in diesem liebenden Ausrichten auf den, der alle Liebe gibt. Herr Jesus Christus, uns zum Bruder geworden im Dienst am Leben der Menschen, Herr, erbarme dich. Uns zum Retter geworden in der Hingabe an den Vater, Christus, erbarme dich. Opfergabe geworden zur Erlösung der Welt, Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir haben uns im Namen deines Sohnes versammelt und rufen zu dir. Erhöre die Bitten deines Volkes, mach uns hellhörig für unseren Auftrag in dieser Zeit und gib uns die Kraft, ihn zu erfüllen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich bin das Licht, ich leuchte euch für mit meinem heiligen Leben. Wer zu mir kommt und folgt mir, darf nicht im Finstern schweben. Ich bin der Weg, ich weise wohl, wie man wahrhaftig wandeln soll. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Wenn ihr um meines Namens willen beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist Gottes ruht auf euch. Halleluja, halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich um und sagte zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt
und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwester, er sogar sein Leben gering achtet, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht zu Ende führen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, da hat einer einen Bau begonnen und konnte ihn nicht fertigstellen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in den letzten Wochen des Kirchenjahres, beim letzten Durchlauf der Evangelien. Lukas hören wir immer am Schluss. Und auch hier sind wir schon nahe am Kreuz Jesu. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und er belehrt uns. Er macht uns nochmal deutlich, wie wir es schon am Sonntag gehört haben. Wer zu mir gehören will, der braucht sich keine breiten Gürtel und langen Quasten zurechtlegen. Wer meint, er könnte bei mir Ehre in dieser Welt ernten, der hat sich getäuscht. Was es bei mir braucht, wo ich der Meister und der Lehrer bin, das ist Dasein für die anderen. Wer groß sein will, der soll euer Diener sein, sagt Jesus am Sonntag. Und hier schmückt er es und führt er es noch aus. Nur der Mensch, der diese Haltung entwickelt, für die anderen da zu sein. Und zwar, wenn wir noch eine Woche zurückdenken, aus Liebe für die anderen da zu sein. Weil man sich geliebt weiß von Gott und weil man den Mitmenschen von Gott geliebt weiß, bereit werden, dem anderen liebend zur Seite zu stehen. Wer diese Haltung hat, der ist groß vor Gott. Und der ist fähig, Jesus nachzufolgen. Und er diesen Blick auf die Liebe des Himmels hat, der lernt einen neuen Umgang mit allen Situationen in dieser irdischen Welt. Jesus sagt, sogar die Bande in der eigenen Familie, zu Vater, Mutter, Frau und Kind, Bruder, Schwester, werden anders. Natürlich schätzen wir sie noch mehr wie andere, aber wir wissen, der letzte Halt ist nicht die Familie. Der letzte Halt ist der, der die Familie uns geschenkt hat und der die Familie am Leben erhält. Und auf den ausgerichtet dürfen wir leben. Wer das kann, der ist fähig, wie Jesus, sich ganz in diese Welt zu geben. Klare Erkenntnis, ob einer wirklich zum Jünger geworden ist, ist immer die, dass man merkt, da ist einer für die anderen da. Da hat sich einer von Jesus dieses Maß genommen. Und Jesus gibt ja diese zwei Beispiele noch, die sehr augenscheinlich sind. Es soll uns nicht passieren, dass wir die Voraussetzungen nämlich nicht beachten, dass wir quasi unser Jüngersein, unser Christsein wirklich entfalten. Nur der, der gelernt hat, Hingabe zu leben, weil er sich beschenkt weiß.
Nur der kann die Jüngerschaft ganz leben, bis zur Hingabe des ganzen Lebens, so wie es Jesus gemacht hat, wie wir es in jeder Messe vor Augen gestellt bekommen und miterleben. Also freuen wir uns über dieses Vorbild, freuen wir uns über diese Ermutigung. Ja, wir sind im Geiste Jesu, wenn wir dienend für die anderen unser Leben hingeben. Amen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, lehrt uns der Herr. Beten wir für unsere Nächsten, bitten wir unseren Herrn. Mache die Kirche zu einer Stätte der Liebe, wo Bedrängte und Bedrückte sich geborgen wissen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Gib denen, die in Armut und Hunger leiden, das tägliche Brot. Christus, erbarme dich. Schütze unsere Gemeinde, Gemeinschaft und bewahre sie vor allem Schaden. Christus, erbarme dich. Gib, dass sich niemand aus unserer Gemeinde, Gemeinschaft ausgeschlossen fühlt. Christus, erbarme dich. Wir wollen die heutigen Messintentionen mit einschließen. Familie Meierhofer Straß für beiderseits verstorbene Eltern und Verwandtschaft. Maria Beuntner für verstorbenen Gatten und Schwiegereltern. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist uns nahe in den Menschen, die für uns da sind. Sei gepriesen, heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Fällt's euch zu schwer, ich geh voran, ich steh euch an der Seite, ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn, bin alles in dem Streite, ein böser Knecht, der still kann stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Wer seine Seele zu finden meint, wird sie um mich verlieren. Wer sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und meiner Ziel. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Lasset uns beten. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers deines Sohnes gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben für dich hingeben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns dankbar danken dem Herrn, unserem Gott. Denn das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du bist der Schöpfer der Welt. Du bist der Erlöser aller Menschen durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten.
Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, Vater. Der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, mit allen, die ihre Gaben spenden,
mit der hier versammelten Gemeinde und mit allen Menschen, die dich mit lauterem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit den heiligen Kindern von Fatima und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns mit liebevollem Herzen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzig verzeihenden Liebe, die wir in deinem Sohn schauen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, auferstanden. Christus, du Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede in eurem Herzen, in eurer Familie, in unserer Welt, der Friede Jesu des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt euch das Zeichen des Auferstandenen, Frieden und Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich, unser Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich, unser Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, wer Christus nachfolgt in der Liebe. Der Leib Christi erschenke uns ewiges Leben.
Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, ist Teilhabe am Blut Christi. Das Brot, das wir brechen, ist Teilhabe am Leib Christi. Singen wir zum Dank. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dieses heilige Sakrament, das wir jetzt empfangen haben, gewähre uns deinen Schutz und tilge alle Schuld. Es entreiße uns der Gleichgültigkeit und erwecke in uns einen lebendigen Glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
danke euch, dass ihr euch aufgemacht habt zu dieser heiligen Messe. Reich beschenkt dürfen wir nach Hause gehen. Teilen wir es aus, was wir hier empfangen haben. Dienende Liebe, der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Morgen Abend ist die Möglichkeit, in Bierbach Prämitsegen zu empfangen beim Segnungsgottesdienst um 19 Uhr. Um 17 Uhr gibt es Kind- und Familiensegen.